Ich hab das immer automatisch dran, sonst ist es immer automatisch dran. Jetzt aber, oder? Oha, da hat sie einen ordentlichen Stoß abgekriegt. Vorsicht jetzt! Irgendwie kommen wir nicht weg, ne? Hä? Doris Calling. Ich konnte es nicht bleiben lassen. Habe ich mir doch jede Menge halbantiken Plunder für meine Garage gekauft. Aber die ist doch schon ganz voll. Na, da habe ich aufgeräumt. Dann gucken wir doch mal. Na, großartig. Was? Doris Digital ist durch den Cyberspace gesurft und hat neue Sachen aufgegabelt. Was ist das denn? Eine Lampe. Oh, ein bisschen Shampoos. Aber das ist ganz cool. Das ist wirklich cool. Wir brauchen einfach einen stärkeren Motor noch. Erstmal. So. Du. Hä? Na, na, na. Funksignal. NLR, das Lokalradio der Nordküste. Ah! Toll. Ja, da sind wir richtig auf Grund gelaufen. Hä? Es macht aber keinen Spaß. Ui, was für ein Donnerknall. Jetzt müssen wir das Schiff bergen. Macht keinen Spaß, wenn man einfach sinnlos irgendwo rumhängt. Okay, also direkt nochmal los. Ich guck mir zuerst mal die Karte an. Achso, kann ich gar nicht. Woher? Guck ich mir jetzt die Karte an. Mann, ist das ein Sturm. Gleich kentern wir. Was? Nein. So. Wah. Und keine Tauchklamotten dabei. Mistkram. Mein Handy ist ins Wasser gefallen. Was soll ich bloß machen? Hey, du da. Kannst du mein Handy aus dem Wasser fischen? Ich hab's total eilig. Geht leider nicht. Hätte ich meine Taucherausrüstung dabei gehabt, hätte ich dir dein Telefon schneller hochgeholt, als du blinzeln kannst. Ich möchte jetzt ganz kurz mal stoppen, damit ich mir auf die Karte gucke. Oh. Gut. Wir sind im Nirvana. Aber wir haben ja ein Dingens. Können wir in den Nebel reinfahren? Das war ja auch der ursprüngliche Plan. Auch wenn ich gerne eine Karte hätte. Weiter als bis hier können wir nicht fahren. Da draußen ist die offene See und die ist zu groß für uns. Vielleicht ein andermal. Aber dann haben wir ein anderes Schiff. Jetzt liegt das Schiff fürchterlich schief. Der Kompass weist dir den Weg im Nebel, ja. Was für ein Affenglück, dass wir einen Kompass haben, den ich auf Kurs Schaurier Sven eingestellt habe. Hier im Nebel wohnt der Schaurier Sven. Du hast es geschafft, ganz bis zum schaurigen Sven zu fahren. Gut gemacht. Du bekommst die Seebärmedaille. Ja! D
Der schaurige Sven ist nicht wie alle anderen. Einige Leute meinen, er war mal Pirat. Aber ich bin mir da nicht so sicher. Jedenfalls hat ihn noch nie jemand mit eigenen Augen gesehen. 15 Matrosen auf des Totenmanns Kiste. Die siebte Welle kann alles zerstören. Willkommen, Willi Werkel. Nicht viele finden den Weg hierher zur Schauerinsel. Du willst mehr über Fabian Felting wissen, den Teufelstaucher? Mach dich auf was gefasst. Bist du sicher, dass du die Wahrheit ertragen kannst? Ich hab Angst. Fabian Felting. Das war ein Taucher. Er ist in Tiefen vorgedrungen, die kein anderes menschliches Wesen jemals erreicht hat. Er hat Dinge in den Tiefen des Meeres gesehen, die kein normaler Mensch jemals zu sehen bekam. Aber eines Tages ist Fabian Felting in einem zu leichten Taucheranzug zu tief getaucht. Da unten, in der finstersten Finsternis, in der tiefsten Tiefe, in der tiefsten Tiefe, wo Lebewesen, die nie das Licht gesehen haben, nie Wärme gespürt haben, da... Nein, mehr kann ich dir nicht erzählen. Du würdest mir ja doch nicht glauben. Erzähl schon! Aber wenn du dich traust, hier ist eine alte Karte. Mal gucken, ja, ob du dich bis zu seiner alten Hütte durchschlagen kannst. Ja! Geil! Na, guck mal an. Ein Teil von einer Seekarte. Hier sieht man ja, wo Felting gewohnt hat. Und jetzt? Mann, ist das ein Sturm. Gleich kentern wir. Der Kompass weist dir den Weg im Nebel, ja. Oh, na, das war knapp. Warte. Weiter als bis hier können wir nicht fahren. Okay, ich muss das... Da draußen ist die offene See und die ist zu groß für uns. Vielleicht ein andermal. Aber dann haben wir ein anderes Schiff. Weiter als bis hier können wir nicht fahren. Sack. Da draußen ist die offene See und die ist zu groß für uns. Vielleicht ein andermal. Aber dann haben wir ein anderes Schiff. Ah je, jetzt ist Puffer seekrank. Jetzt können wir nur umkehren. Ach, deswegen die Pillen. Okay, ja, ist ja egal. Wir können ja jetzt einfach wieder nochmal losdüsen. Jetzt wissen wir auch genau, wo wir hin müssen. Ja, endlich ein Fortschritt. Ist das nicht toll? Wie? Du, bring das Schiff zur Ausstellung. Wir müssen aber eigentlich nach da, ne? Hä? Nein. Nein, nein, nein. Das war nicht der Plan. Einmal Rückwärtsgang. Hast du das gesehen? Da schwimmt ja Pias Schwimmring. Den sollten wir doch bei Birgit abgeben. Jemand ruft mich. Oh nein, ich glaube, wir können da oben NLR wieder nicht lang, weil wir zu tief im Wasser sind. Zeit fürs Wetter. Heute kommt der Wind von Ost. Wir können uns auf eine steife Brise gefasst machen. Es regnet wie aus Gießkannen. Tja, das war's im Moment. Tschüss. Oder? Ja. Pass auf, wir könnten auf Grund gehen. Gut, wir müssen also nämlich ein, wir haben ja so ein tiefer gelegenes Boot, dürfen wir nicht haben. Also wir nehmen jetzt quasi das gleiche, nur so.
Okay. Ja. Mit dem. Na, das Teil kannst du im Moment nirgends festmachen. Ach, der ist komplett wieder einsortiert, ne? Hm? Die Nase. Was gibt's denn hier noch? Hä? Nicht gerade eben noch ein bisschen mehr? Den. Ach, das ist noch alles unten drin. Ja, okay. Kann ich noch so Zeug mitnehmen, ein Seil oder so? Nicht, dass wir nachher nochmal dahin fahren müssen. Ne? Mann, ist das ein Sturm. Gleich kentern wir. Jetzt plötzlich nicht mehr, oder was? Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich brauche so dringend einen stärkeren Motor. Ich will gerne das, die Gießkanneninsel machen, aber ich wusste dann die Wallinsel, das weiß ich auch gar nicht. Ich habe mich das auch irgendwie übersehen. Oder überhört, wo die sein soll. Und? Ja! Okay. Hä? Ganz windstill. Toll. Kein Lüftchen regt sich. Ich freue mich. Oho. Oh hey. Oh, oh, oho. Oh hey. Oho. Oh, hey. Wir kommen noch an, oh, bevor wir verhungert sind. Auf jeden Fall. Da ist wieder jemand am Funkgerät. Oh, hey. Oh. NLR. Oh, hey. Das Lokalradio der Nordküste. Oh, hey. Oho. An alle Seebären. Oh, hey. Hier ist die Wettervorhersage. Oho. Heute kommt der Wind von, oh, Nord. Hey. Super Sturmwarnung. Aufgepasst. Bald, oh, peitscht, hey, der Sturm das Meer auf und, oh, reißt Windlöcher in den Himmel. Oh hey! Was soll ich wenigstens ein bisschen Wind? Es wird bewölkt und, oh, hey, riesig. Oho. Tja, das war's im Moment. Oh, hey. Tschüss. Oho, 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 oho. Oh hey! Oho. Ich bin auf den Sack, wir kommen da niemals, oh, hey, mehr pünktlich an. Oho. Oh hey! Oh hey! Oho. Oh hey! Oho. Oh hey! Oho. Oh hey! Oho. Oh hey! Oh, oh hey! Hm? Oh, oh hey! Ah, oh, Gott sei Dank. Guck mal, hier liegt die Hütte von Fabian Felding. Gar nicht so leicht, sich bis hierher durchzuschlagen. Aber jetzt sind wir endlich da. Da liegt ein Buch. Weißt du was? Ich glaube, das ist Feldings Tagebuch. So. Und dann, weil wir das jetzt die ganze Zeit mit im Gepäck haben, das ist nämlich was anderes als wie bei Willis Autobau-Ding. Weil da, wenn wir was eingesammelt haben, hatten wir das dann nur für das eine Mal. Das war immer mit dem Hund zum Beispiel. Schrott gibt es nicht. Schrott, das sind prima Sachen, aus denen kann man was Neues machen. Ich wollte noch mal losfahren eigentlich. Mehr nicht. Hm. Damit kannst du im Moment nichts anfangen. Ach, jetzt ist es wieder natürlich nur... Nee, ist natürlich klar. Nein. So. Hä? Jetzt macht er das Segel mal anders. Wieso macht er das nicht? Genau so. Hä?
Oh oh, das Schiff kentert. Boah, ist das Wasser kalt. Hoffentlich hat das Bergungsschiff heißen Kakao an Bord. Scheiße. Okay, nochmal. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vergiss nicht, Dr. Beinbruchs Arztkoffer bei Birgit abzugeben. Er kann ihn gebrauchen. Ah, dieser Wind heute. Na, das war knapp. Ah je, jetzt ist Buffersee krank. Jetzt können wir nur umkehren. Ach Mann, aber wo sind denn die Tabletten? Ein Benzintank. Wo sind denn die Tabletten für den armen Kerl? Wo sind die hin? Sind die hier drin? Keine Ahnung. Hä? Nochmal, los geht's.